Hallo meine lieben Gamer und willkommen zu einem neuen Video zu Gran Turismo Sport. Es gab mal wieder ein Update, das Update 1.36, das Ende März 2019 erschienen ist. Und das ist komischerweise das zweite Update in diesem Monat. Und es brachte 5 neue Wagen, ein neues Fahrsystem, nenne ich es mal, und keine neue Strecke. Gleich mal vorab, damit ihr das Bescheid wisst. Ich fahre hier nämlich auf der alten Dragon Trail Strecke. Heute haben wir auch ein bisschen anderen Aufbau. Ich zeige euch jetzt nicht, was es für neue Wagen gibt. Das schauen wir uns nachher an. Sondern ich fahre jetzt gleich mal eine Proberunde mit einem dieser neuen Wagen. Nämlich mit dem Super Formula Dallara SF19. Und in dieser Variante mit Toyota Motor. Es ist so. Es gibt neue Formelwagen, keine Formel 1 Wagen, aber Superformelwagen. Superformula nennt sich diese Klasse. Und ja, die sieht so aus. Das ist eine japanische Formelklasse, die nicht ganz so schnell ist wie die Formel 1, aber doch ähnlich schnell, sagen wir mal. Und wie erwähnt, ein neues System bietet und in 2 Motorvarianten kommt. Das zeige ich euch nachher im Menü noch. Das Ding gibt es nämlich entweder mit einem Honda-Motor oder mit einem Toyota-Motor. Beide mit absolut gleichen Leistungsdaten. So, und jetzt schauen wir mal kurz das Cockpit an von dem Teil. Eigentlich sehr Formel 1 typisch, das Ding. Auch das Lenkrad mit allen wichtigen Daten. Und auch das Halo-System ist hier mit dabei. So. Und jetzt fahre ich hier mal ein bisschen und dann kann ich euch dieses neue System zeigen. Das nennt sich nämlich, ja, es ist im Grunde das Boost-System, das man von anderen Rennklassen auch schon kennt. Also sprich, es gibt ja einige Rennklassen, die haben so eine Art Boost-Knopf, den man aktivieren kann. Und das gibt es jetzt hier auch. Dieser Boost-Modus, der ist allerdings nur in Rennen verfügbar, zumindest in der Super-Formula-Rennserie. Und wenn ihr mal unten rechts auf dem Bildschirm guckt, da seht ihr eine neue Anzeige, die nennt sich Überholen. Und ja, da kann ich, da wird angezeigt, wie viel extra Energie mir zur Verfügung steht. Und die kann ich mit einer eigenen Taste abrufen. Und sobald ich das tue, wird ja, die Anzeige rot. Und das bedeutet, ich habe gerade Boost-Modus. Und bevor jetzt Panik schiebt, diesen Boost-Modus gibt es nur bei einigen wenigen neuen Wagen oder Wagenklassen. Die bisherigen GT3, GT4 Wagen etc., die bleiben so wie bisher. Und das Gute ist an diesem Boost-Modus natürlich, ja, den kann ich zum Überholen benutzen. Das heißt, wenn ich gerade zum Überholen irgendwo ansetze, kann ich mir eben noch ein bisschen so einen extra Boost geben lassen. Allerdings, ja, die Anzeige geht dann schon ein bisschen runter, wenn ich den auf Dauerbetrieb habe. Denn es gibt hier keine bestimmten Zonen, wo ich den aktivieren darf, sondern den kann ich einfach hier überall aktivieren. Anders jetzt als beispielsweise DRS. Aber zu DRS kommen wir auch gleich, denn das ist das Lustige. Gran Turismo Sport hat jetzt auch DRS. Zumindest bei einigen Wagen ist das jetzt mit dabei. Das zeige ich euch auch gleich noch. Und obendrein gibt es auch noch das CARES-System. Das Energierückgewinnungssystem. Auch bei entsprechenden Wagen, die das eigentlich haben. Das erzähle ich euch auch noch gleich noch. Aber jetzt vorher möchte ich jetzt erstmal ein bisschen mit dem Super Formula Wagen ein bisschen umherfahren. Grundsätzlich, diese Superformula, muss ich noch sagen, der fährt sich extrem gut. Extrem viel Grip. Man merkt ganz genau, wie gut der in die Kurven reingeht. Oh, hier nicht. Wie gut auch die Aerodynamik arbeitet. Das ist echt schön umgesetzt. Bisschen ähnlich auch wie der Mercedes F1 Wagen von 2017, der schon im Spiel ist. Ein bisschen ähnlich steuert es sich. Ungewohnt, das Halo-System ist natürlich direkt, ihr habt keine direkte Sicht nach vorne. Aber ich muss sagen, mit ein bisschen Fahren
fällt das gar nicht mal so sehr auf. Ihr könnt natürlich auch jederzeit auf die Dachkamera schalten, da habt ihr natürlich viel mehr Übersicht. Für den Boost-Modus müsst ihr euch eine neue Taste umbelegen auf eurem Controller oder eben auf eurem Lenkrad. Und das ist ja eigentlich ganz normal, eben entweder beim DualShock-Controller oder bei mir auf meinem Fanatec CSL Elite Lenkrad. Und dort habe ich jetzt aktuell die Überholen-Taste, so heißt sie, auf die L2-Taste gelegt. Das ist quasi die Taste für den Boost-Modus, DRS, CARES, je nach Autoklasse. Und damit aktiviert ihr dieses System. Wichtig daran denken, weil sonst habt ihr diesen Boost nicht. Im Spiel gibt es eine Handvoll Wagen, die dieses CARES-System haben, das Kinetic Energy Recovery System. Und zwar die drei Dodge SRT Tomahawk-Varianten aus der X-Klasse, der Infiniti Concept zwischen Gran Turismo, der Lexus LF LC GT, der Nissan Concept 2020 und der Toyota FT1 zwischen Gran Turismo. Alles Gruppe X-Autos. Das heißt, nur dort ist es auch dieses CARES, dieses Rückgewinnungssystem verfügbar. Das andere, das DRS, das Drag Reduction System, das gibt es für zwei Autos, nämlich den Mercedes AMG F1 von 2017, den Formel 1 Wagen, und den hier, den McLaren P1 GTR, also die GT-Variante, die Rennvariante des McLaren P1, der hat auch dieses DRS-System. Und das ist wirklich strange, muss ich sagen. Ich habe es noch nicht so ganz geblickt, wie das implementiert ist. Es ist scheinbar so, dass das DRS kann man dann aktivieren, wenn man Vollgas gibt und geradeaus fährt. Sobald man vom Gas geht, bremst oder einlenkt, deaktiviert sich das DRS. Das heißt, wenn ich jetzt hier Vollgas gebe, ab einer bestimmten Geschwindigkeit, kann ich das DRS aktivieren. Unten rechts ist auch diese Anzeige, DRS, die ist auch neu. Die ist jetzt eben ausgegraut, wenn ich in Kurven fahre. Moment, wenn ich jetzt hier in die Kurven fahre, bleibt das auch ausgegraut. Uiuiui, jetzt müssen wir hier ein bisschen umgewöhnen. So, wenn ich jetzt hier geradeaus fahre, wird es weiß, das System. Und wenn es weiß ist, kann ich es genauso aktivieren wie in dem Boost-Modus, nämlich auf Tastendruck, auf die Überholen-Taste. Und man sieht auch, wenn man das DRS-System aktiviert, zumindest aus der Verfolgerperspektive, man sieht nämlich, wie der Flügel hinten hochklappt. Jetzt hier nur kurz zu sehen. Auf der Geraden sieht man es aber besser. So, gerade, wir sind auf Vollgas und ich kann das DRS aktivieren. Und dann wird der Flügel flach. Und das sieht man eben auch. Auch in den Replays dann. So. Das ist mal vom DRS und vom CARES-System. Jetzt schauen wir uns an, was es für neue Wagen gibt in diesem Update. Wie erwähnt, es sind 5 neue Wagen dabei. Aus Europa und aus Japan. Wir haben sogar eigentlich in Europa nur ausschließlich italienische Wagen, fällt mir gerade auf. Ja. Also wir haben zunächst mal einen neuen Ferrari, einen Klassiker. Der befindet sich hier, der Ferrari 250 GT Berlinetta Passo Corto von 1961. Sehr schöner Wagen. 12,5 Millionen kostet der. Klar, er ist ein Oldtimer und die sind immer teuer bei Gran Turismo. N300 Klasse. Den kaufe ich mir nicht, weil ich habe gar kein Geld dafür. Wir schauen rüber zu Lamborghini. Da gibt es nämlich auch was Schönes. Nämlich den Lamborghini Countach. 25. Jubiläum, das heißt das Sondermodell für 25 Jahre Countach von 1988. Und das ist im Grunde ja eigentlich schon ein absoluter Kultwagen. 500.000 kostet der, N500 Klasse. Und ja, den kaufe ich mir gleich. Ich bin Lamborghini-Fan, Leute. Ich brauche den einfach. Schauen wir mal, in welcher Farbe. Ich muss sagen, Silber.
Ist der eigentlich ganz nice. Silber oder rot, würde ich sagen. Machen wir mal rot diesmal. So. Ich befürchte ja, der fährt sich ganz, ganz furchtbar, aber den werde ich gleich mal ausprobieren. Aber nichtsdestotrotz ist es einfach ein cooler Wagen. Dann haben wir noch bei Lancia was Neues. Einen neuen, auch einen absoluten Kultwagen. Nämlich den Stratos. Den Lancia Stratos von 1973. N200-Klasse nur. 600.000 Credits. Etwas schade finde ich, dass es den nur in der Straßenversion gibt. Denn ich hätte ganz gern den in der Rallye-Version, in der Gruppe B-Version noch gesehen. In der Gruppe B-Ausführung, weil, wie gesagt, eigentlich ist das Ding ja echt ein verdammt guter Rallye-Wagen gewesen. Davon die Straßenversion, ja, 600.000. Ja, was soll's, den hole ich mir jetzt auch gleich noch. Und zwar in. Naja, der gefällt mir eigentlich nur in diesem komischen Rot. Dann schauen wir rüber nach Japan. Dort gibt es eine neue Klasse, die nennt sich Super Formula, also ein neuer Hersteller. Und diese Klasse haben wir ja gerade schon gesehen auf der Strecke. Es gibt hier zwei Varianten von diesem Dallara SF19 Super Formula. Den gibt es eben in der Toyota mit einem Toyota-Motor oder mit einem Honda-Motor. Und ihr seht oben rechts, die Leistungsdaten sind exakt dieselben. 476 kW bei 10.000 Umdrehungen, selbes Gewicht. Gruppe X ist das Ganze und er kostet 1 Million, was eigentlich okay ist für diese Klasse, denn wie gesagt, auch der fährt sich echt schön. Dumm nur eben mal wieder. Ihr wisst ja meine Vorliebe für Gruppe X. Gruppe X ist halt dieses Sammelbecken für Autos, die nirgends reinpassen. Und deshalb, naja, wird er zumindest bei Hersteller- oder Markenrennen natürlich gut dabei sein, aber bei gemischten Rennen wird das wieder irgendwas sein. Den brauche ich nicht kaufen, den habe ich schon und bin sehr zufrieden damit. Was wir noch haben, bevor wir jetzt noch zuletzt auf eine Strecke gehen, zeige ich euch noch ganz schnell. Es gibt mal wieder ein paar neue Einträge für das Museum. Es gibt ein paar neue Fotolocations. Und zwar Kirschblüten. Vorboten des Frühlings. Ich bilde mir ein, die hat es letztes Jahr schon mal gegeben. Aber vielleicht sind das auch neue Aufnahmen. Auf jeden Fall, ja. Aufnahmen von Kirschbäumen. So. Aber interessanter ist vielleicht für euch etwas, und zwar die Streckenerfahrung. Es gibt was, eine neue Strecke für die Streckenerfahrung und ihr dürft dreimal raten, was das für eine Strecke ist. Na klar, es ist die Strecke aus dem letzten Update, die Autopolis-Strecke. Ja, die könnt ihr wieder fahren. Solltet ihr auch machen, gibt Geld und ihr kennt euch ein bisschen aus auf der Strecke. Vor allen Dingen, weil das ist echt eine fiese, hinterlistige Strecke, wie ich immer wieder feststelle. Und weil die Strecke so hinterlistig ist, fahre ich gleich mal drauf. Und zwar gleich mit meinem schicken neuen alten Lambo. So, ach, ein wunderschönes Auto zumindest. Naja, für mich wunderschön. Typisches Design aus den 80ern, beziehungsweise aus den 70ern ist das ja. Ein typisches kantiges Design. Keilform. Schauen wir mal uns das Cockpit an. Ultra nüchtern. Mit ganz, auch hier ist auch alles eckig, bis auf die Tachoanzeige und die Drehzahlanzeige. Aber ansonsten sehr, sehr, sehr eckiges Cockpit. Schauen wir mal, wie der sich so fährt. Wie gesagt, ich höre ja von alten Lamborghinis immer, dass die eigentlich nicht besonders gute Fahrmaschinen sind und eigentlich oft, man hat das Gefühl in einem alten Lamborghini, dass der einen nur töten will. Das heißt, da versagen auch immer irgendwie mal, gibt es auch immer wieder Defekte und das macht dann irgendwie nicht ganz so Spaß. Leistungsmäßig ist er natürlich jetzt nicht so besonders gut mehr dabei. Früher war er das mal. Und vor allen Dingen hat er unfassbar schlechte Bremsen, sehe ich gerade. Eieiei, okay. Er hat auch wenig Rückmeldung, also wenig Force Feedback hat das Teil am Lenkrad. Ich habe echt ein bisschen Angst, mit dem in die Kurven zu fahren, weil wie gesagt, das ist so ein Auto, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin. Na, schauen wir uns das mal kurz außen an.
Dezentes Untersteuern. Auch sehr strange sind übrigens die Rückspiegel, die so die schräg nach oben wegstehen. Ich bilde mir ein, beim echten Auto konnte man die den Winkel noch einstellen davon. Also ein bisschen nach oben, nach unten. Hier im Spiel ist es ein bisschen sehr strange, dass die so nach oben gekippt sind. Aber ich denke, diesen Lamborghini, den werde ich eher weniger für die Rennstrecke benutzen, als vielmehr für den Fotomodus. Da habe ich, glaube ich, Bock drauf. Es geht weiter im Lancia Stratos. Ein Auto, das meines Wissens zumindest ja eigentlich speziell für die Rallye-Meisterschaft gebaut wurde. Und wenn man ein Auto baut für die Rallye-Meisterschaft, muss man natürlich auch eine Straßenversion davon bauen, was eben Lancia damit wohl getan hat. Der Wagen auch, hat auch ein unglaublich interessantes Design. Auch so eine komplette Keilform und sehr, sehr eng. Sehr, sehr, das ist ein sehr, sehr kleiner Wagen. Man sieht auch eigentlich, der Pilot, der sitzt eigentlich schon fast so halb in der Mitte drin. Werfen wir mal einen Blick ins Cockpit. Hier auch ganz typische Tristesse der 70er und 80er Jahre. Das Lenkrad ist irgendwie relativ cool, also mit diesen Speichen, das gefällt mir. Aber ansonsten, ja, wenig zu sehen so wirklich. Er wirkt ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, ein bisschen fahrfreudiger als der Lamborghini, weil der Lamborghini ist natürlich auch ein schwerer Wagen mit einem V12 Motor. Oder ich glaube zumindest ein V12. Der Stratos hat da natürlich, ist natürlich viel, viel leichter. Und will einen vielleicht auch nicht sofort umbringen, sondern erst hinter der übernächsten Kurve. Aber trotzdem muss ich sagen, ja, fährt sich ganz nett. Nicht spektakulär großartig, aber ich hätte mir halt, wie gesagt, noch eine Rennversion davon gewünscht, eine Rallye-Version davon. Bisschen übersteuern hat der Bursche, merke ich gerade so. Das mal vom Lancia Stratos und das ist es auch von diesem Video, meine lieben Leute. Ich hoffe, es war informativ und hat euch ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, ihr könnt das Ganze gerne abonnieren oder Gefällt mir da lassen und dann sieht man sich sehr, sehr, sehr gerne beim nächsten Video auf diesem Kanal. Gran Turismo oder was auch immer für ein Video. In diesem Sinne, macht's gut, bis dahin.